arbeiten schon relativ lange mit der Sonneninitiative zusammen, eigentlich schon seit über 10 Jahren. Aber es hat jetzt doch eine Zeit gedauert, bis wir zur Umsetzung gekommen sind. Das waren politische Prozesse, andere Prozesse. Aber mittlerweile ist die Klimapolitik sicherlich eines der wichtigen strategischen Dinge, die wir hier in unserer Zeit zu bewältigen haben. Und natürlich haben wir uns als Gemeinde damit auch auseinandergesetzt und gerade hier in Roth ein tolles Projekt gemeinsam mit der Sonneninitiative umsetzen können. Ein wirklich gut aussehendes, auch es wurde eben schon angesprochen, ein Dach mit Ästhetik ist hier geschaffen worden mit der Sonneninitiative gemeinsam. Und das war ein recht angenehmer Prozess, muss ich sagen. Die Zusammenarbeit gestaltete sich von Anfang an hervorragend. Wir konnten dann einige Bürger mitnehmen, die dann dieses jeweilige Projekt hier wie auch auf dem Bürgerhaus Roth, in der Kita in Weimar und noch auf unserem kommunalen Bauhof gestalten konnten und dort investieren konnten. Das ist ein sehr, sehr gutes Gesamtkonzept, was hier auf den Weg gebracht worden ist. Und wir sind froh, dass wir das auch umsetzen konnten. Die klimapolitischen Ziele ist das, was jetzt auf der Agenda steht. Und das ist unsere wichtige Aufgabe. Und da bin ich froh, dass wir einen guten Partner gefunden haben, das hier in dieser Art und Weise umzusetzen.